Ich habe keinen Schimmer, ob wir hier gerade am Schluss sind oder nicht. Weil es könnte sein, es könnte nicht sein. Ich bin noch nie da gewesen. Ich bin das erste Mal da. Soll ich es mit Mario probieren? Geben wir Mario eine Chance. Mario wird die letzte Schlacht bestreiten. Dun, 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 dun. Was wird uns hier erwarten? Oh, mega schön. Oh, da kommt er da oben. Da ist er. Gleich eine Animation. Okay, was soll das sein? Oh, du bist hier richtig krass. Du bist so krass. Ja. Der mit seiner kleinen Clownkutsche. Ja. Natürlich kann er den Boden da am besten zerstören und nachher noch ein paar Knochen dazu. Ja, kannst du auch hier mal was machen. Wow. Wow. Okay. Nicht zu unterschätzen, den kleinen. So wissen, wie der ein bisschen tickt. Ja, das heißt, wenn er seine Stampfattacke macht, dann kann er mir Schaden machen, aber ohne Stampfattacke. So ein bisschen so auf der Seite, dann nicht. So. Und er bohrt sich gerne mal nach vorne. Uiuiui. Wow. Okay, krass. Ich muss schon sagen, die Folge fing ähnlich an wie die letzte Folge. Wow! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Ja. Klar habt ihr es gesehen. Boah, das ist eine Nervensäge da oben. Jetzt kann ich die Starcoin nicht holen, ey. Ja. Da muss man ja richtig ausweichen bei dem. Schade, jetzt hätte ich da noch was Gutes gefunden. Kann ich nicht mit dem da irgendwie mitgehen? Das ist wie so ein nerviger Lakitu. Ja, und er fokussiert sich immer dort, wo ich da gerade bin. Oder er fällt... Oh, da nicht so. Okay, das heißt, er kann auch die Plattform fallen lassen. Muss schon sagen, so nervig haben wir den Kleinen da noch nie erlebt, ne? Ja, der lässt sogar die Plattform da runterfallen und die respawn wieder. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Einfrieren können wir ihn da nicht. Ja. Die lässt er jetzt fallen, ja. Okay, ja, man muss jetzt erst ein bisschen verstehen, wie der Kleine da so tickt. Okay. Ich da nicht, könnt ihr den längstens abschießen, ey. So, wow. Heftig. Mario Run, lass ich sein da unten. Mario Run. Mario Run. Ja, da unten ist die dritte. Ja. Mario Run. Ich weiß nicht, was da hinten noch gewesen wäre. Aber das ist eine wilde Verfolgung. Sagt, wow, Riesentore. Kommt jetzt der Big Boss. Ja, ich bleib lieber bei Eis, oder? Ist Eis besser? Eis Mario kommt. Gut gegen Feuer. Feuer gegen Feuer, ich weiß es nicht. Mega spannend. Ha, habt ihr es gesehen? Ich konnte sein Feuer auslöschen. Zeig nochmal. Ja, lieber kein Zeig nochmal. Ist da hinten irgendwas? Ist cool. Habt ihr es gewusst? Boah, da hinten. Okay, das ist wirklich der Final Boss Kampf. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich schieße ihn einfach da ein bisschen an. Ah, hinten ist ja. Ich sehe es so hinten. Ja. Ich hätte unten durchgehen müssen. Ja, geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Jetzt springt er dann. Ja. Besiegt! So, und jetzt gib mir die Prinzessin und dann gehen wir nach Hause.
Easy! So richtig klassisch wie bei NES Super Mario Bros. Super! Das war's gewesen. Nein? Ja, Comic klebt auch noch. Ja. Außer das irgendwo unten. Szenenwechsel. Hey, Peach! Peach! Princess Peaches, Peaches, Peaches! Sie ist da hinten am Weinen. 24-7. Peach! Da ist sie! Krass. Wow. Was wäre, wenn ich jetzt Luigi gewesen wäre? Hätte sie gesagt, Luigi. Boah, Mega Bowser. Ja. Das ist einfach gleich irgendwie 10 Meter. Ja. Okay, muss ich jetzt abhauen. Ja. Ist cool, dass ich hier saß bin. Ja, und der Kleine kommt auch noch. 2 gegen 1. Muss ich echt unter ihm durch? Ich habe keinen Schimmer. Oh, das war jetzt nicht gut. Ah, okay. B. Was muss ich jetzt damit machen? Einfach weg. Ja, also, R. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das ist eine andere Clown-Kutsche. Wow. Renn, Mario! Also, wie schon gesagt, ich bin das erste Mal hier. Ich habe kein Schirm, was ich machen muss. Nein! Oh, hab mich zerquetscht. Ja, was soll ich da machen? Wie soll ich da ausweichen? Okay, gut. Das Coole ist, es gibt hier einen Checkpoint und man fängt immer von da an. Und es gibt da hinten auch immer so ein Item. Ich habe jetzt mal den Flieger-Mario da genommen, oder was das für einer ist. Vielleicht brauche ich die Blume auch wirklich zum Abschießen oder so. Aber es ist komisch, er hat sich gedreht. Wohin sollte ich gehen? Wow. Wohin sollte ich gehen? Irgendwas war da komisch. Irgendwas war da komisch. Ja. Irgendwas war da komisch. Ich verstehe die Mechanik noch nicht bei diesem kommenden Bosskampf. Das Einzige mit dem Mini-Bowser, Baby-Bowser, aber nachher, wenn er sich so dreht, wo soll ich da hin? Hätte ich vielleicht mehr nach links gehen sollen oder warten, bis er hochspringt und unten durchgehen? Ich kann mir das nur so vorstellen. Jetzt gibt's nicht mehr Mario! Ja, also der Kleine, den brauchen wir da oben, wenn er runterkommt. Ja. Ja. Komm. Ja. So, danke schön. Das nehmen wir da mit. Mit B gehen wir da ein bisschen nach oben und drücken R, um nach unten zu gehen. Ja, jetzt kommt die Shell. Ja, und die jumpt einfach ein bisschen rum. Ja, und ich spring rein. Ich glaub's nicht. Ja. Okay. Boah, knapp. Okay, gut. Das heißt, man muss da ausweichen, wenn er da springt. Aber er springt natürlich nicht immer. Ja. Der kommt da. Wo ist der kleine Baby Bowser? Ich möchte nochmal so eine coole Stampfattacke machen. Ja. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Nein, jetzt fängst du damit an. Und ich spring noch in den Bonbon rein, ich glaub's nicht. Buh! Okay, Runde 2 nochmals da, wo es mich erwischt hat. Ja. Jetzt kommt nämlich dann gleich der Kleine wieder zum Vorschein. Da oben ist er und kommt schon mit seinen kleinen Bomben. Ja, und fällt hinunter. Aber egal. Ja. Wow, shit. Das ist mir auch noch nie passiert.
Ja, die kleinen Coaches sind einfach da hinten, kann ich. Jetzt hat er das geholt. Springt er mal? Ja. Okay, schade. Schade, schade. Nein, und er zerquetscht mich noch. So ein blöder Fail. So ein blöder Fail. Boah. Dazwischen hinuntergefallen, ne? Und jetzt bin ich noch klein. Ja. Springt er dann nochmals? Jetzt. Und ausweichen. Da springt, glaube ich, immer zweimal, ist mir aufgefallen. So. Ja. Und jetzt bin ich klein. Ein Item wäre schön. Das wäre doch der klassische dritte Hit. Ja. Ein bisschen weiter nach hinten. Irgendwo kommt sicherlich der Kleine wieder. Boah, war das knapp. Ja. Nein! Ich habe auf Bowser geguckt und stelle auf die Bombe. So, wir sind wieder in der zweiten Runde. Oh no! Ja, also zweiten Runde. Ich habe ihn jetzt zweimal gehittet, also jetzt ist eigentlich schon die dritte Runde eigentlich. Da, was mich davor erwischt hat eigentlich. Nach dem Prozess da. So, hoffentlich schaffen wir das. Ja. Da muss man einfach ein bisschen ausweichen und dann geht das schon. Der Kleine, der ist ein kleiner Störfried. Ja, der kommt jetzt nämlich auch da nach unten irgendwann mal. Ja. Nein! Ich habe seine Hand erwischt, das glaube ich doch nicht. Komm jetzt. Und der letzte Hit. Oder ist es der letzte Hit gewesen? Alle guten Dinge sind drei. Er ist tot. Ja, oh mein Gott, ich habe seinen Vater gekillt. Das kleine Mario. Ich wäre jetzt mittelgroß, hätte er mich nicht gehittet. Jetzt haut er ab. Er läuft wie so ein kleiner Zwerg. Ah, jetzt ist er groß geworden, wie süß. Oh, sieh an, sieh an. Princess Peach. Thank you. Kuss auf das Käppi. Das gibt's doch nicht. Was ist los mit Peach passiert? Also bei Mario 64 hat er da wenigstens auch einen Kuss auf die Nase, glaube ich, bekommen. Oder die Wangen. Ja, und da gibt es noch eine Party mit denen, oder was ist denn da los? Ja, und die hauen jetzt ab ohne ihn. Ja. Okay. Das hält doch nicht. Ja, abgestürzt. Aha, yeah. Ist ja cool. Yeah. Cool. Sieht alles wieder so aus wie davor. Ey, Mops ist da oben rechts, der kleine Schlingel. Hat die Sache gesehen. So ein witziger. Hör, was ist das? Producer, das ist doch ein Minispiel oder was? Highscore 0. Okay, das ist ja geil gemacht. Das heißt, in den Credits kann man da noch was machen. Toadette ist auch noch da und der Yoshi da oben. Mega cool. Kann man da noch ein paar Münzen sammeln? Lustige Idee. Ja, cool gewesen, ey. Also irgendwie hatte ich da ein bisschen leichte Schwierigkeiten. Also Schwierigkeiten hatte ich eigentlich nicht mega. Ich meine, ich hatte jetzt nicht so viele Versuche. Ich habe jetzt nicht eigentlich bei diesem Video da alles da rausgeschnitten oder weiß nicht was. Ich habe einfach kurz dort wieder begonnen, was mich erwischt hat. Also ich würde mal sagen, ist normal, würde ich sagen. Muss man einfach mega aufpassen. Es ist einfach der Bosskampf so eine Art, so eine Ausweich-Herausforderung gewesen.
Und ich habe so kleine Fehler gemacht, zum Teil zu einem Bomb-Omp da reingesprungen oder so, oder beim Baby-Bowser, wenn er nach unten gekommen ist, auszuweichen. Ja. Aber ja, man konnte gut dort irgendwie, wie schon gesagt, dass man ausweichen ging eigentlich. Weißt du, ich denke gerade so ein bisschen zurück. Ich habe ja letztens auch von Mario Maker 2 da Super Luigi Adventure gespielt. Und da muss ich sagen, dieser Bosskampf, wo ich dort gegen, ich glaube Iggy ist es, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht irre, hatte dort, wo irgendwie noch so Stacheln noch waren und so, das war richtig extrem, auf so einer kleinen Fläche zu spielen. Das hingegen, da hatte man eigentlich gut Platz gehabt. Kann man diese Yoshis da hinten nicht nehmen, diese... Nicht. Alle am Klatschen. Ja, gut, ich fokussiere mich jetzt nicht krass auf die Münzen. Kann die auch nehmen? LOL! Ja, dann geht's natürlich schneller, das ist vielleicht ein Trick. Weil, wisst ihr, es ist ja höher, also größer. Die kleinen Yoshis da hinten wahrscheinlich eher weniger. Das kann man wahrscheinlich dann immer wieder und wiederholen. Richtig cool. Ja, mein Fazit zum Spiel war richtig cool. Wie schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ich habe es auf der Wii U, habe ich es nicht gespielt. Oder ich bin nicht dazu gekommen, sagen wir es mal eher so. Und auf der Switch Deluxe Version. Und die Switch Version, die beinhaltet ja auch noch die Super Luigi Bros. U Version, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, ob das noch reicht bis zum Super Mario Bros. Wonder Release. Weil ich möchte nicht irgendwas Neues anfangen und dann kann ich es nicht gleichzeitig beenden, weil Mario Bros. Wonder, da werde ich schon ein bisschen Zeit investieren. Da ist auch was Neues und das wird natürlich auch gerne dann auf YouTube dann ein bisschen auch angeguckt oder gesucht. Da möchte ich ja natürlich bei Mario Bros. Wonder mit euch da auch ein bisschen Story-Modus oder so noch was machen. Also, oder so Rennen oder so, was man dort alles machen kann. Das ist ja auch noch cool. Ja, das sind die Entwickler. Eine süße Idee von Nintendo. Vielleicht gibt es Ähnliches vielleicht bei Mario Bros. Wonder dann auch. Aber da kann man ja auf die Gegner da irgendwie da nicht, also auf die Mitspieler dann nachher nicht springen, ne? Da hinten ist auch noch ein Blauer. Ende. Es ist so traurig, wenn das fertig ist. Aber ich habe noch so viele Sachen, wo ich auf YouTube da bringen kann. Das heißt, das wird nie ein Ende. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deinen Speicherdaten wurde ein Stern hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Was ist denn das? Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel? Spring einfach in eine Röhre und probier es aus. Was für eine geheime Insel? Was ist das? Was ist das? Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, du hast schon alle Sternmünze gesammelt? Nein. Superstar Boulevard? Regenbogen Boulevard. Was ist Superstar Boulevard? Okay, gut, ich werde mir das nächste Mal, werde ich mir das mal anschauen. Und jetzt wären wir da eigentlich auch am Ende. Ich bin gerade sprachlos. Geht's da noch weiter oder was soll das sein für ein Extra? Ja, ich werde mir dann noch überlegen, wie das nachher noch weitergeht, ob das irgendwas da bringt, da diese Boulevard-Zeugs oder wie schon gesagt, mit Luigi da, weil ich glaube, es sind 80 Levels meines Wissens. Oder es gibt auch noch so einen Herausforderungsmodus hier in diesem Spiel, würde ich mir auch noch gerne angucken. Ich möchte einfach nichts Neues hier irgendwie weiter in ein neues Abenteuer oder so beginnen. Also was so da irgendwie ein größeres Spiel angehen würde. Ja, euer Feedback ist gefragt, lasst es euch mal in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.